Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Agrarian Skies. Ja, wir sind in Folge 97 heute. So, was machen wir denn Schönes? Erstmal sehe ich da drüben haufenweise Katzen rumrennen. Oh Mann. Wenn ich die wenigstens brauchen würde. So, mal kurz Lautstärke-Check. Okay. So, wir wollen uns heute hauptsächlich mit den Lamps beschäftigen. Weil wir müssen ja mit den Quests auch langsam fertig werden. Die haben wir ja schon und dann brauchen wir das Thermonomicon, den Harness und die Goggles of Revealing. Yay. So, dann würde ich sagen, schießen wir direkt los. So, mal kurz. Plop, 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 plop. Okay. Wir brauchen, um diese Lampen herzustellen, fangen wir mal erstmal mit den ersten an. Fangen wir mit den Lamp of Growth an. Dafür brauchen wir die Arcane Lamps. Die haben wir ja schon hergestellt. Bisschen Bone Meal. Also wir brauchen jetzt 15 jeweils. Das heißt, wir brauchen 30 Bone Meal, 30 Earth Shards und 30 Gold Ingots. Okay, ich glaube, mit den Earth Shards könnte ein Problem sein. Shard. Yep, das wird allerdings ein Problem. Okay, gucken wir mal erstmal. Bone Meal brauchen wir. Gold brauchen wir. Und dann müssen wir, glaube ich, hatten wir nicht einen Diamant? Haben wir genau mit Fortune, genau. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Dirt mit. Ich glaube nämlich die Earth. Ja, super. Ich liebe es ohne Jetpack. Nervig. So. Ich glaube nämlich, die Earth Shards waren... Ach du Schande. Aus Grasblöcken, wenn ich mich recht entsinne. Einer. Wow. Oh Mann, das könnte doch echt nervig werden. Drei. Ich sollte nur auf jeden Fall den Rand wieder reinsetzen, ansonsten stürzen mir hier noch irgendwelche Viecher runter. Es ist jetzt erstmal nicht so wild, also wir können ja hier grundsätzlich das gesamte Gras hier vorne zumindest abbauen. Das ist alles nicht so schlimm. Wir könnten auch andere Grasflächen abbauen, aber... Was mich mal interessieren würde, warum rennst du eigentlich nicht weg von mir? Oh, entschuldige. Ob es was bringt, im Magical Forest das Ganze zu machen. Vielleicht ist das sogar ein sinnvollerer Weg. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall brauchen wir 30 Shards. So oder so. So. Mann. Ich hoffe, wir kommen hier mit durch. Ah, 26 haben wir doch schon. Geht doch schnell. Ist doch gar nicht so anstrengend, wie gedacht. 30. Wir sollten vielleicht ein bisschen was auf Vorrat haben. Vielleicht ein bisschen mehr auf Vorrat. Wir haben gar nichts auf Vorrat bis jetzt. Es sind immer noch 30. Ich weiß, wir haben noch 3 im System, aber... Und ich muss das Ganze hier vor allem auch wieder mit Dirt auffüllen. Und wir haben so viele Blumen jetzt hier. Krass. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, die mal abzubauen. So, wie viel haben wir jetzt? 37 Stück. Ich hoffe, das reicht. Na, ich hätte gern 40. Perfekt. So, dann füllen wir jetzt den ganzen Kram hier mal auf.
und gehen dann nach runter und machen die ersten Lampen. Oh, das hat ja viel gebracht hier. Gut, dass ich noch ein bisschen Dirt in Vorrat. Obwohl man jetzt dazu sagen muss, wir brauchen den ja auch noch, den Dirt. Also, ich muss mir noch eine schnellere Möglichkeit dazu einfallen lassen. Aber vorher müssen wir auf jeden Fall die massive Cobblestone-Produktion mal einstellen. Weil diese 120 Dinger gehen doch massiv auf die Latenz und ich möchte dann doch ganz gerne wieder ein bisschen flüssigeres Spielerlebnis haben. Aber wer stellt sich im Normalfall auch 120 Ignis Extruder auf? Niemand. Dafür haben wir, glaube ich, auch schon wieder über 400.000, ja, fast 500.000 Cobblestone. Das geht echt richtig schnell. So. Dirt setzen macht keinen Spaß. Ich glaube, wir haben den schon wieder verbraucht, oder ja. Wir brauchen noch mehr. Aber jetzt sollte es reichen. 4 Stacks, ey. Aber dafür haben wir auch eine ganze Menge Blumen wieder. Von daher. Ich glaube, die erste ist schon wieder gewachsen hier. Die Bienen legen echt los, muss man ja mal sagen. So. Dann kommt ihr ins System, du kommst ins System. Und den Dirt noch, genau. So, dann wieder runter und... Ah, Moment. Ich wollte vorher noch... Haben wir noch Hopper? Einen. Ich brauche Hopper. Weil dann können wir nämlich einen wichtigen Punkt umgehen. Müssen wir mal gucken, wie genau das funktioniert. Und zwar, dass uns die Sachen hier runterfallen. Wir haben unten 8 Pedestals, glaube ich zumindest. Machen wir uns mal 9 Stück. Nein! Na. So. Theoretisch müsste man nämlich, wenn man hier einen Hopper ranklemmt, ja, 1A. Dann können wir nämlich hier überall Hopper ranmachen und können so damit dafür sorgen, dass sie automatisch supported werden. So, machen wir das mal schnell. So. Komm, geh du mal weg hier. Okay. Kannst dich meinetwegen hierhin gesellen. So. 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 So, und... Hier. So, wie genau müssen die denn jetzt angeordnet... Achso, wir können ja hier den... Stell dich da hin. So, die Mitte brauchen wir nicht supporten, das ist richtig. Wäre auch Schwachsinn. Obwohl, in die Mitte. Na, in die Mitte kommen eigentlich die Lampen, also grundsätzlich... Naja, wir können ja mal gucken. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen für die Lamp of Growth 10 Herber, 8 Lux und 16 Victus. Und das Ganze mal 15. Ach, sind 16 Herber, okay. Also 16 pro Lampe. Das heißt 4 Stacks. Okay. Mal gucken, ob ich so viel Victus und Herber als Bohnen habe. Dann machen wir das nämlich darüber. Victus. 1, 2, 3, 4. Yep. Perfekt. Herber. 1, 2, 3, 4. Ich könnte eigentlich auch mal wieder die Packs da drüben einsetzen, weil momentan läuft es eh leer. Dann ist zwar mein System bald wieder verstopft, aber das ist okay. Lux 2 Stacks. So, das müssen wir jetzt gleich kochen. Aber vorher hätte ich gerne... wieder die Option, dass wir hier ein bisschen Zeug bekommen. Weil langsam aber sicher werden die Mana-Beans doch leerer. So. Lass mich raus hier. Okay. Und wir gehen mal kurz ins Bettchen. Ach. So. Hup. Okay, jetzt heißt es kochen. Dafür bräuchte ich eigentlich noch Gläser.
mache jetzt mal einfach 8 Gläser, 9 Gläser, 10 brauche ich. Ja, 10 Gläser brauche ich. Und zwar die Jars. Wo waren die denn? Bin mir gerade sehr unsicher, wo die lagen. Ich dachte eigentlich, die wären unter Artifice. Weil das Brain ist ja auch hier. Eigentlich könnte ich das auch so machen, könnte hier rauf gehen und könnte hier gucken, was das Glas braucht. Ein Aqua. Okay, ja, das kriegen wir hin. Eine Slap. So, mal gucken, was wir an Slaps noch haben. Ja, das reicht. Glass Paints. Wir brauchen 10 Gläser. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Ziemlich genau sogar, wow. So, dann brauchen wir unseren Zauberstab hier drüben. Hallo? Der wieder weggelegt. Glaubst du nicht? So, 10 Wasser. 10 Gläser. Perfekt. Dann können wir das nämlich direkt abkochen, müssen uns da keine Gedanken machen. So. Ich überlege nur gerade, wie ich es am sinnvollsten mache. Aber wir packen gleich mal hier die Wasser wieder rein. Damit wir alles wieder voll haben. So, so, so. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob das was bringt, hier gleich mehrere Gläser einzustellen, aber ich glaube, ich mache es lieber mit einzelnen. So, fangen wir mit dem Lux an. Da brauchen wir nämlich nur etwas weniger für. Gut. Und ich habe 2 Gläser voll. So, eigentlich wollte ich gerade sagen, müsste hier überall nur Lux drin sein. Wenn überhaupt. Gut, aber das wird auch dauern, denke ich mal. Da kommen wir leider nicht drum rum. Was machen wir denn in der Zeit? Ich würde sagen, wir graben noch ein bisschen was aus oder so. Ihr habt ja gesagt, ich soll Quarzvorkommen abbauen. Ich habe hier noch ein leeres Safari-Netz. Ja, komm, wir bauen mal schnell eben Quarzvorkommen ab und gucken mal, ob das besser wirkt. Und dann... Uah. Mal schauen, ob da eventuell mehr von den Viechern rauskommen. Wollen wir hier direkt mal ein Quarzvorkommen finden. Das ist ein Diamant. Tja, süß. Hier sind Nether-Quarzvorkommen. War aber nicht das größte Quarzvorkommen ever. Guck mal hier. Wow, wow, wow. Ja, aber wir wollen keine explosiven Sachen haben. Wow. Direkt den nächsten ausgelöst? Krass. Okay. Wahrscheinlich soll ich deshalb Quarzvorkommen abbauen. Damit ich möglichst viel in die Luft gesprengt werde. Ich sehe es doch. Ihr seid doch immer alle so freundlich zu mir. Ja, schon wieder, ey. Sprengt euch in die Luft. Unglaublich. Ist das hier alles explosiv oder was? Tatsache. Krass. Kann doch nicht sein.
wollte keinen Explosivquarz abbauen. Ja, guckt euch das mal an hier. Die zünden sich alle an. Ah, hallo. Komm her. Lass dich einfangen. Ein Glück. Was ist denn das jetzt? Das ist das Hellfisch gekennzeichnet, Tatsache. Ach, das ist gut. Dann killen wir jetzt gleich noch ein paar Hellfische und dann können wir wenigstens die Quest heute schon mal abgeben. Weil es mit dem Einkochen der ganzen Mana-Bohnen wird natürlich auch durchaus seine Zeit brauchen. Mal ein Stückchen Wasser nehmen hier. Ich habe keinen Kaffee. Ich muss heute erst einkaufen gehen. Aber egal. So, ist das Glas schon voll? Ja. Dann packen wir gleich mal ein neues hin. Klick. Müsste ja genau jeweils ein Glas pro Ding sein. Sollte also passen. So. Und das andere stellen wir daneben. Wenn ich es finde. Da. Ich glaube, ich brauche noch mehr Sticker oder so. Wir könnten das ja gleich mal so aufstellen, dass wir wissen, wovon es ziehen muss. Hier, so mal was. Hier mal hin. Das sind ja die Sachen, die gleich eh leer gezogen werden, komplett. Und wir sollten vielleicht auch ein bisschen was davon überhaben. Ich werde vielleicht noch ein bisschen mehr einkochen. Mal gucken. Kommt drauf an. Also eigentlich ist das, glaube ich, eine moderate Geschichte gewesen. Ja, deshalb eigentlich braucht man sich nicht die riesen Gedanken zu machen. Okay, dann mal kurz hier die Packs besuchen. Die nochmal kurz rausnehmen. Ja, na klar. Geht einfach alle sterben. So. Und jetzt Hellfische. Oh Gott. Geh doch mal einfach sterben. Oh mein Gott. Diese nervigen Viecher. Übel. Oh. So, was? No Signal? Ja, ja, ich weiß. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Oh, ich hab das Gold weggepackt. Verdammt. Das war natürlich sehr sinnvoll. Ein Invasword mit Sharpness? Krass. Ich hoffe, hier draußen wuselt nicht irgendwo einer rum. Oder hat sich hier in irgendeinen Stein eingebuddelt oder so. Okay, wie viel haben wir denn? Was ist das denn hier? Stein? Meine Güte. So. Buch. Komm her. Ja. Uns fehlt noch ein Blaze. Warum denn das jetzt auf einmal? Okay. Ein Blaze. So, ach so, wir sollten die Pack Forager wieder reintun. Nicht die Hellfisch. Die, genau. Obwohl die Hellfisch echt krasse Drops gerade hatten. Muss man ja mal sagen. Hier mit dem komischen Invasword. Übel. Okay, die Mana-Bohnen hier kommen alle weg. Hellfische kommen weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und wir holen uns jetzt gleich mal das Gold zurück. Und das Bone Meal. So. Das sind nämlich die Rezeptsachen, die brauchen wir gleich noch. Und dann gehen wir doch noch einen Ghast killen, oder? Das hat uns sogar gut abgezogen, muss ich ja mal sagen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So. Okay. Das finde ich gut. Ein Ghast. Verdammt, warum habe ich das nicht gesehen? Ey? Ich bin so doof. Ja, ja, ich weiß. Ihr seht es genauso. Aber ich höre einen Ghast. Ich sehe ihn nur nicht. Da. Irgendwo hier drüben. Da. Was bist du denn da? Bist du eine Aura-Note? Cool. Ja, coole Sache.
Okay. Das haben wir sie jetzt erfüllt. Oh, Blaze. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Oh Gott, bin ich doof. Okay, ihr merkt, es ist früh. Und ich kann einfach nicht gucken. Wir brauchen noch einen Blaze. Blaze, komm mal her. Wir brauchen dich. Ich muss dich umnieten. So. Blaze. Ich glaube, ich spawn gleich einfach ein. Dann ist gut. Ja, ihr dürft mich gerne schlagen. Ist okay, ich sehe das ein. So. Ein einziger, wenn der gespawnt ist, nehme ich dich gleich wieder raus. So. Okay. Ein Schritt weiter in der Quest. Yes. Packforger. So, Blaze ist wieder zurück in die Kiste. Klack, Blaze Rods auch. Mana Beans, Gunpowder. Blablabla. Gas Tears, die Mana Beans auch. Boah, was die an Mana Beans droppen, ist eigentlich unglaublich. Man müsste die Packs echt Hände schauen, dann würden die wahrscheinlich noch tausendmal mehr droppen. Aber wir haben... Yes, wir haben es durch. Claim Reward. Jetzt ist nur noch Dirt. Cool. Kriegen wir jetzt hier eine Endquest? Ich befürchte es. Nee, kriegen wir nicht. Dragon Rides, irgendwas? Oh ja. Mob War. 100 Mobs töten, ist ja süß. Okay. Ihr wollt mich verarschen. Das ist nicht euer Ernst, Leute. Ernsthaft nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. 4 Octopus Compressed Cobblestone. Wie lange soll ich denn warten? Bitte. Jahre? Jahrhunderte? Okay, das wird wahrscheinlich eine Quest, die ich nicht erfüllen werde in dem Let's Play. Krass. 4 Stück davon. Es hat 2 oder 3 Wochen gedauert. Unglaublich. Unglaublich. Echt. Naja. Huah. Du bist... Wie kannst du hier spawnen? Voll erschrocken. So. Haben wir schon mal 2 Mobs gekillt. Ach, weil da hinten wieder... Ja, ist klar. Okay. Sehe ich ein. Dann gehen wir mal kurz ins Bettchen. Lassen den Tag mal wieder anbrechen und schauen noch mal ganz schnell unten. Jetzt versucht sich wahrscheinlich das Skelett irgendwo hinzuretten. Wird es aber wahrscheinlich nicht schaffen. So, wir haben jetzt hier... Ja, sehr schön. Unsere 2. Packung Lux. So, gucken wir mal hier noch und gucken noch in den Epic Bag. Kriegen wir Nether Redstone und Iridium. Ja, genau das, was ich jetzt gerade brauche. Okay, packen das Festchen hier noch rüber. Dann haben wir schon mal Lux fertig. Ich schmeiß schon mal Herber rein und ich würde sagen, damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Immerhin haben wir eine Quest erfüllt. Also von daher, bis dann. Ciao.